Die Erfahrung gelabert ist das Herz der Trance, House und Techno-Bewegung, die sich ja sehr schnell weltweit verbreitet hat. Denn wir wissen, es geht um die Liebe und es geht um die Freiheit. Stellt euch eure Angst, öffnet eure Herzen, befreit eure Gedanken. Lebt euer Leben eurer wahren und natürlichen Seele. Täglich wird die Generation derjenigen größer, die beginnt, von diesem Frieden zu kosten. Und der Tag wird kommen. Die Nacht gehört schon uns. Die elektronische Tanzkultur ist eigentlich die Erfahrung und des Erlebens des vollkommenen Lebens. Wir hier beginnen gerade neue Formen und neue Strukturen aufzubauen. Dann später fangen diese neue Verbindung an, sich anderen Gruppen aus anderen Bereichen anzuschließen und dann teilen unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Lebensstile werden sich vereinigen. Wir werden eine Periode des Übergangs erreichen, in der wir die Sicherheit des alten Glaubens loslassen müssen. Überall, wo wir hinschauen, werden alte Formen verschwinden. Alles um uns herum wird sich verändern. Auch hier in Berlin. Vielleicht dauert es noch eine ganze Weile, aber es wird geschehen. Ich bin immer noch richtig heiß ab. Ich freue mich sehr. Endlich eine Frau und dann noch so eine schöne, hübsche. Hallo Monika, schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich wirklich, dass mal was Cooles. Endlich mal zwei Frauen unter sich. Genau, völlig unter uns. Völlig unter uns. Kein Mensch hört uns zu, keiner im Hintergrund, gar nichts. Du bist sicherlich genauso begeistert wie ich, oder? Ich bin total überrascht, ich hätte das nie erwartet. Ich auch, vor allem die positive Energie von den ganzen Leuten und dass überhaupt so viele gekommen sind. Und das Wetter, das dann doch letztendlich mitgespielt hat. Also für mich einer der besten Paraden. Lovebird darf ich ja nicht sagen, aber Paraden. Paraden, ja. Also wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr positiv überrascht. Und du gehst gleich weiter nach Tokio, stimmt das? Nächste Woche, ja, nach Tokio zum Bayer Festival. Da freue ich mich auch schon total. Und warst du schon mal so, weißt du, wie die Japaner so auf deine Musik reagieren? Ich bin zweimal im Jahr in Japan und jetzt das vierte Mal auf dem Bayer. Und Ibiza steht auch noch an, mit richtigen Ikonen eigentlich. Karl Cox und Sven Feth, ja. Stolz, oder? Oh, das war der Hammer, als die Anfragen reinkamen, weil ich bin ja eigentlich nicht im Cocoon Booking Agentur und Karl kenne ich eigentlich auch nur vom Handshake und Hallo sagen. Und ja, ich war jetzt vor zwei Wochen da bei Sven und dann Ende August nochmal mit Karl im Space. Freue mich schon. Juppie, lass mal. Die Frauen setzen sich durch. Juppie, genau so ist es.